herzlich willkommen zum Dienstagsvlog und hiermit zu der Fortsetzung vom Freitagsvideo. Am Freitag haben wir ja noch die Balken abgeladen und ja, der Hänger steht noch außen. Ich habe ja gesagt, ich säge mir jetzt Zaunpfähle zurecht und an dieser Stelle machen wir jetzt weiter, weil das Video wäre sonst zu lang geworden. Ich habe die Pfähle schon hierher geschmissen gehabt, habe meine Säge hier, die 038er Stiel. Helm, Gesichtsschutz, Gehörschutz und natürlich eine Schnittschutzhose. Schnittschutzstiefel habe ich jetzt nicht an, ich bin in dem Wald unterwegs, ich habe jetzt hier keine Gefahr, dass ich umknöchel oder irgendwas normal. Und ja, ich meine, die Füße muss ich jetzt nicht unbedingt in den Bereich legen. Ich arbeite jetzt so, dass nichts passiert und gut ist die Sache. Ja, wir fangen jetzt da mal an, wir sägen jetzt mal die Balken ein wenig klein und dann wird es ans Anspitzen gehen. Geht auch mit der Motorsäge. Die 4 Meter Stämme sind jetzt alle gekürzt. Die sind nicht exakt 4 Meter lang, mal 10 cm, 20 cm Länge. Und da habe ich halt den Mittelpunkt gesucht in etwa. So genau muss man es nicht nehmen. Ja, so schaut das Ganze jetzt aus. Waren 15 4 Meter Pfähle, habe ich jetzt 30 2 Meter Pfähle. Und da muss ich halt mal gucken, wie weit ich komme. Können sie, wie gesagt, noch ein bisschen angespitzt und dann schauen wir mal, dann können sie in den Boden. Ja, das probieren wir einfach einmal. Da werde ich aber die kleine Säge nehmen. Da ist die große ein bisschen übermotorisiert. Die hat ja doch ihre fast 5 PS. Ist natürlich bleischwer. Warum ist sie so stark wie 038? Ich habe sie ein bisschen modifiziert, die ist nicht mehr original. Andere Kulben drauf, deswegen hat sie ein bisschen mehr Bums. Die große Fellsäge eigentlich, aber für so einen Zweck da dann natürlich optimal. Ich hole mir jetzt mal kleine Dolmer und dann versuchen wir mal das Anspitzen. Die Balken sind soweit zurechtgeschnitten oder besser gesagt, meine Zaunpfähle sind alle soweit angespitzt, vielleicht nicht 100% spitz, aber es wird reichen, um sie in den Boden zu kriegen, hoffe ich zumindest, wenn nicht so viele Baumwurzeln sind. Ja, da liegen sie, 30 Stück. Es kann Graf Dracula kommen. Wir können jetzt Vampire jagen, jetzt brauchen wir bloß noch eine passende Kanone, wo wir sie reinstecken. So ein Schmarrn. Ja, hier, so sieht es jetzt aus. Die Stiel könnte mal wieder das Schärfen brauchen. Das ist mir schon fast ein wenig zu fein. Die Dolmar macht dagegen aber richtig schöne Hubelspäne. Also das ist richtig fein. Die arbeitet perfekt. Da liegt jetzt so ein ganzer Haufen abgeschnittene Stücke. Ja, ich habe sie mir hier so verkeilt und vorne schnell abgesägt. Die Technik habe ich dann am Schluss noch ein wenig verbessert und habe den Balken einfach zweimal geschnitten, abgestellt, gedreht. Um die Hälfte oder um 90 Grad und dann nochmal zweimal abgeschnitten. Vorher hatte ich ja immer geschnitten, abgestellt, gedreht, geschnitten, abgestellt, gedreht, geschnitten,
wirst du ja blöd, so geht es viel schneller. Aber das kommt immer mit der Zeit, das auf alle Fälle gemacht. Schnittschutzhose habe ich schon wieder aus. Puh, die liegt jetzt da. Eine Wärme in dem Ding. Bäh. Also ich verstehe ehrlich gesagt schon, warum viele Leute keine anziehen. Vor allem, wenn es wärmer wird, aber Sicherheit geht vor. Reißt die Kette und fliegt nach hinten triftig. So gibt es nur einen blauen Fleck mit einer normalen Hose. Schnittverletzungen oder rutscht er ab oder doch irgendwas. Ist einfach. Tja, so funktioniert das Ganze halt. Welche am Anlassen von der Säge, natürlich wird es eigentlich eingezwickt oder man stellt sich drauf. Aber Schuhgröße 50 passt hinten in der Griff nicht rein. Und einzwicken habe ich einfach nicht die Kraft. Deswegen manchmal mache ich es dann doch so den Fehler und mache so, wie man es eigentlich nicht macht. Seht es mir nicht nach, die Kettenbremse ist aber immer drin. Das reduziert schon mal das Risiko, aber so wird es natürlich nicht gemacht. Gut, jetzt räume ich mal die Schnitzelshose auf und hol mir was zu trinken. Und dann gucken wir mal weiter. Ja, Samstag ist. Der ein oder andere hört es im Hintergrund. Der ist mehr Viking in der BHC dran. Ja, ich mähe meine Wiesen. Bin so weit, dass ich heuen kann. Ich habe nächste Woche Urlaub eingetragen und ja, das Wetter ist bis Donnerstag jetzt schön gemeldet. Donnerstag soll es dann Gewitter geben. Es sollte normalerweise reichen zum Trockenkriegen. Ich habe jetzt die Wiese daheim bei uns im Hof gemäht. Die Wiese an der Hecke unten an die Weihe. Und jetzt die Wiese am Bahndamm, die andere Wiese, die ich noch zusätzlich habe. Habe ich aber noch nicht gemacht, da müssen wir auch schon mal schauen. Das wird mir sonst ein wenig zu viel alleine. Lieber ein kleines Stück. Gemäht, das heißt, ich habe jetzt drei Wiesen gemäht. Moment, muss ich schnell ausrechnen. Ja, flächentechnisch circa 1,7 Hektar. Ja, das ist alles gemäht. Die eine Fläche, die ist wie gesagt noch, aber die steht auch noch nicht so hoch da. Die lasse ich noch, darf noch ein bisschen. Welche eine Fläche, die kann man auch einmal bei Bedarf dann in ein paar Tage schönes Abends machen. Aber die drei großen hier, große in Anführungsstrichen, die mache ich jetzt, wo ich Urlaub habe, bietet sich an. Für heute Abend könnte es sein, dass nochmal Gewitter kommt, sehe ich aber nicht dramatisch. Dann
wird es einmal durchgewaschen, das ist nicht schlimm. Aber ansonsten alles gut. Ja, warum bin ich am Schluss etwas langsamer gefahren? Ja, einmal wegen meiner Pfähle. Wobei ich da gerade festgestellt habe, da fehlt einer. Der hat irgendeiner rausgezogen und weggeschmissen. Vier habe ich einmal reingeklopft, drei sind es noch, keine Ahnung. Egal. Ja, und die letzten Streifen mähe ich immer ein bisschen langsamer und schaue lieber ganz genau, ist doch irgendwie einmal ein Has oder ein Kitz oder was noch drin. Die Wiese ist zwar vorher auch abgesucht worden von mir, ich bin zwar ein paar Mal abgegangen, aber steckst du doch nicht drin, ist noch was, dann mähst du es nieder und lieber sucht man dreimal, als dass man dann was kaputt macht, das wäre schade. Gut, jetzt fahren wir wieder heim und dann schauen wir mal weiter. Ja, da haben wir mittlerweile Sonntagmorgen. Gestern habe ich alles gemäht, dann war es schon zu spät, da habe ich es liegen lassen zum Trocknen. Hab's gar nicht mehr gewendet, das machen wir heute am Sonntag. Heuwende ist schon hinter den KL300 gespannt. Geht da jetzt vor sich hin. Die zwei Wiesen daheim habe ich schon. Fehlt noch die kleine hier unten. Und ja, für meinen schwäbischen Freund, der gerne LS-Videos macht, hier mal eine kleine Anleitung oder ein kleines To-Do, wie ich das mache, wie ich das halt mit dem Heuen. Er fragt immer mal, wie ist denn das mit dem Heuen? Das Gras ist jetzt noch relativ feucht. Das heißt bei mir geringere Geschwindigkeit, hohe Drehzahl. Dadurch wird das Heu schön gebrochen, geknickt. Ich habe dazu bei mir den vierten Gang mit der Untersetzung eingelegt. Der Hebel ist quasi jetzt unten. Und ja, da ist ein wenig langsamer die Geschwindigkeit, weiß ich nicht, auswendig, es waren 10. Vielleicht ja, 10 Stundenkilometer oder was sein, was ich jetzt drauf habe. Vielleicht auch nur 8. Keine Ahnung. Auf alle Fälle relativ langsam. Und ja, Drehzahl ein bisschen höher, dass wenn der hinten dran dann schön läuft. Und wie arbeite ich? Nach Möglichkeit immer reihenweise. Wegen dem Vorgewende. Als allerletztes werde ich hier vorne dann wenden. Und das machen wir jetzt einfach mal.
So, durchs Auf- und Abfahren habe ich jetzt die Wiese einmal rumgeholt. Sieht man, ja? Bei der bietet es sich an. Durch das, dass die so schön rechteckig ist, du kannst rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Ich lasse da immer eine Reihe dann quasi frei. Also eine Bahn, die dann der Heuwender noch packt. Und ja, dann geht es das Ganze wieder zurück. Zack, 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 zack. So, und dann ist das rumgeholt. Und dann bleiben noch die Vorgewinde. So, und wie machst du die Vorgewinde am besten? Ganz klar. Irgendwo hast du ein Stück, wo es dann eventuell ein wenig hinaushaut. Ist halt leider so, kannst du nicht ganz vermeiden. Ich mache die Vorgewinde, wie gesagt, immer am Schluss. Und damit ich nicht so viel über das schon gewendete Heu fahren muss, kann ich den Wender einfach unten lassen und denke, es noch einmal leicht gedrückt. Es wird noch mal leicht durchgelüftet und gut ist die Sache. Ist kein großer Akt. Ja, das machen wir jetzt aber noch.
auch fertig. Auf alle Fälle, jetzt ist es einmal das zweite Mal rumgeholt. Und warum fahre ich mit erhöhter Geschwindigkeit, aber mit reduzierter Drehzahl beim zweiten Mal? Also wenn man sich jetzt das Gras oder das anfängliche Heu anguckt, so schaut es jetzt aus. Man sieht schon, jetzt ist es schon relativ trocken. Wenn man es knickt, es knarzt und knirscht so teilweise ein bisschen. Klar, es ist noch Feuchtigkeit drin, es muss noch liegen bleiben, ich kann es noch nicht pressen, das ist schon logisch. Aber man merkt auf alle Fälle, es wird trockener. Wenn ich jetzt hier durch mit meinem Heuwender mit erhöhter Drehzahl und langsam fahre, dann zerreißen die Zinken vorne das Heu, die zetten das quasi, die sollen sie ja anknicken. Und ja, das Anknicken ist dafür gedacht, dass es dann eben leichter trocknet, dass die Feuchtigkeit leichter raus kann. Wenn ich jetzt da aber in das, was schon angetrocknet ist oder so weit schon trocken ist, man hört es ja, wenn ich jetzt da hergehe und fahre damit überhöhter Drehzahl, dann zerreißen die Zinken vom Heuwender das Heu und dann bleiben am Schluss bloß ganz kleine Partikel und diese wichtigen kleinen Blätter, die eigentlich die Proteine oder das Wichtige für mein Heu ausmachen, also sowas da zum Beispiel, die zerbröseln dann in ihre Einzelteile, das sieht man hier schon. Und ja, wenn das dann einmal zusammengeknickt ist, das erwischt meine Presse nicht mehr. So hat die Presse eine Chance, wenn ich es allerdings ganz klein mache, natürlich nicht mehr. Und genau deswegen macht man es dann bei jedem Mal, wo das Heu länger gelegen hat, weniger Drehzahl und schnelle Geschwindigkeit einfach, viel Materialdurchsatz, aber mit ganz wenig Druck quasi. So hat man dann weniger Probleme und das ganze Heu wird einfach, ja, schöner. So, wir haben mittlerweile Montagmorgen. Ich bin heute schon mit dem Heuwender durch und habe meine Flächen gewendet. Ja, mein Vorrat gemacht, nö, du kannst ja heute dann pressen. Ich habe mir die Flächen jetzt mal genau angeguckt und nein, das wird leider nichts. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe am Samstag zu spät gemäht. Also ich war relativ lang unterwegs. Die letzte Wiese unten, da war es 3, weil ich ja auf die Rehkitz und das geachtet habe und halt langsam gedauert habe. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich könnte jetzt schneller fahren, aber du schaust halt doch ein wenig und ja, dann ist es später geworden, dann war es 3. Ich habe es dann am Samstag nicht mehr gewendet. Und das war ein Fehler.
ich jetzt wenden sollen. Das lag dann ziemlich am Boden noch gepumpt. War zwar schön warm, aber es konnte nicht richtig abtrocknen. Ja, und am Samstag früh habe ich dann, Sonntag früh habe ich dann das erste Mal gewendet gehabt. Sonntagnachmittag das zweite Mal. Und ja, ich war heute früh dann wieder unterwegs zum Wenden, das dritte Mal. Und letztes Jahr hat es super funktioniert. Da war es dann auch trocken. Aber dieses Mal, mir gefällt es einfach nicht. Also beim Durchlaufen, es knistert und knatscht schon schön. Aber wenn ich jetzt hergehe und greife in mein Heu hier rein, dann fühlt sich das unten drin immer noch feucht an. Und nein, das liegt nicht dran, weil ich auf die Wiese lang, sondern das liegt am Heu selber. Es fühlt sich einfach noch feucht an. Wenn ich jetzt da sowas rausziehe, also hier, das knatzt ganz gut, das bricht auch ganz gut. Aber ich habe vereinzelt immer noch so Knoten wie diesen hier. Der ist mir noch zu flexibel, da ist noch zu viel Feuchtigkeit drin. Na gut, der klingelt jetzt sogar so ein gutes Beispiel. Hahaha, toll. Aber ich habe auf die anderen Wiesen schon welche gefunden und da sind die Knoten noch ziemlich weich und feucht und das gefällt mir einfach noch nicht. Da, der ist zum Beispiel noch sehr grün und elastisch und mit dem Fingernagel ist er noch weich. Und da ist mir das Risiko ehrlich gesagt zu groß, dann das feuchte Material einzufahren. Erstens einmal, man fährt es dann, man presst es und fährt es dann heim und dann, es kann sich erwärmen. Dann Pilze können sich bilden durch die Feuchtigkeit und ja, mein Bauchgefühl sagt, nee, lässt den noch einen Tag liegen. Wir haben zwar heute früh noch gemeldet, dass heute Gewitter kommen soll. Mittlerweile ist aber diese Gewittermeldung für heute weg und wir haben nur noch in der Nacht 10% Regenwahrscheinlichkeit und 0 Milliliter oder 0 Millimeter. Und von daher denke ich mir, ich ziehe es heute Nacht auf Nachtschwaden. Ich mache mir dann gleich meine Schwaden so, wie ich sie dann morgen auch mache zum Pressen. Ziehe ordentliche Nachtschwaden zusammen, lasse es über Nacht liegen. Wenn es regnet, dann passiert nicht viel. Die Schwaden, wie gesagt, das ist der Vorteil, dann kommt nicht so viel Wasser ran. Wenn es nicht regnet, ist auch nicht schlimm. Dann ziehe ich es morgen früh nochmal breit auf 10 rum. Und dann wird morgen um die Mittagszeit 12 oder 1 rum, wird zusammengeschwadet und dann gepresst. Also bis Donnerstag ist nach wie vor gemeldet, es soll schön bleiben. Auf Mittwochabend, Spätabend soll Regen kommen und bevor ich ein Risiko eingehe und mir feuchtes Heu heimfahre, das vielleicht dann wirklich schimmelt. Ich meine, Schimmelpilze sind für die Viecher auch nicht gesund und mal ganz ehrlich, jeder, der Brot isst, der will auch kein schimmeliges Brot essen, sondern will auch anständiges und das ist bei den Viecher genauso. Die Pilze, wenn drin sind, die können genauso krank werden davon und das will ich nicht und ja, dann lieber einen Tag länger. Ich muss ja kein Rekordheu machen, dass ich in 2 Tagen heimfahre, sondern habe ja Zeit und wenn das Wetter passt, dann lässt man es lieber liegen. Deswegen werde ich dann auf, ich schätze mal, 3 rum dann anfangen, werde es dann langsam aber sicher zusammenschwaden. Dann habe ich bis abends, bis die Feuchtigkeit kommt, keinen Stress, brauche mich nicht zu hetzen, kann heute Abend dann meinen Stall noch schön machen. Habe dann auf Nachtschwad gelegt und morgen, wie gesagt, wird breit. Ja, ist zwar von der maschinellen Bearbeitung dann wieder ein bisschen mehr und die Bröckelverluste sind wieder ein bisschen höher. Ja, der Tiger will auch Hallo sagen. Tiki. Ja, sind die Bröckelverluste zwar ein bisschen höher, aber dafür habe ich qualitativ dann trotzdem besseres Futter als wie einfahren und man hat den größten Mist. Das will ich eben auch nicht. Und bei mir, mein Bauchgefühl ist eigentlich nicht so verkehrt und wenn mir das sagt, nee, es ist mir noch zu feucht, dann lieber einen Gang zurückschalten, ein bisschen ruhiger angehen die Sache, als husch husch. Ja, so viel dazu. Das Nachtschwaden zusammenziehen werde ich in dieses Video nicht mehr mit reinbringen, sonst wird es zu lang. Kommt dann im Freitagsvideo mit. Ja, die Zaunpfähle bin ich jetzt natürlich nicht weitergekommen, durch das, dass das heute dazwischen kam. Sind ja auch nur 3 von 4 Wiesen. Ich habe nicht alle auf einmal gemäht, weil ich ja doch nicht so ganz wusste mit dem Wetter. Das Nachtschwaden kommt dann im Freitagsvideo mit. So lange müsst ihr euch halt dann gedulden. Eventuell kommt am Mittwochabend, je nachdem wie es passt, noch ein Livestream. Also wenn ich mal Heu eingefahren habe, wenn ich es alles daheim habe, unter Dach und Fach, denke ich ja mal Mittwochabend vielleicht ein Livestream. Schauen wir mal. So 8, halb 9, 9 in den Dreh. Da werden zwar nicht die meisten Zeit haben, aber wir versuchen es. Ja, und ansonsten war es das jetzt für dieses Video. Ich wünsche euch eine schöne Woche.
Man sieht sich, bis die Tage. Servus.